Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es endlich mal wieder eine neue Ausgabe der 5 Minuten Raw Challenge. Wenn du selber Lust drauf hast, bei dieser Challenge mal mitzumachen, das ist ganz einfach. Du musst mir einfach nur deine RAW-Datei zuschicken, am besten deine beste RAW-Datei, die du hast. Und die werde ich dann einfach mal in 5 Minuten bearbeiten, nur in Lightroom. Das Ganze natürlich nicht zu ernst sehen, denn es ist ein bisschen mehr Unterhaltung eigentlich, denn in 5 Minuten kann man normalerweise nicht ein komplettes Foto bearbeiten. Aber es ist eine kleine Challenge für mich und ich hoffe, dass du genauso viel Spaß dran hast wie ich. Kleiner Disclaimer noch, dass es natürlich meine Bildbearbeitung bedeutet. Jeder hat natürlich einen unterschiedlichen Geschmack. Es muss nicht komplett deinen Geschmack treffen. Wenn es deinen Geschmack trifft, umso besser. Wenn nicht, dann kannst du das, wie gesagt, auch gerne anders machen. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare einfach unter dem Video. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. So, da sind wir auch wieder in Lightroom und ich habe wieder zwei Bilder vorbereitet, die wir jetzt innerhalb von 5 Minuten bearbeiten werden. Und das erste Bild hier ist von Leo. Vielen Dank für die Zusendung an dieser Stelle. Ein schönes Porträtfoto. Und ich bin mal gespannt, was wir daraus machen können. Ich glaube, dass gerade so ein Bild hier einen ganz coolen Look bekommen könnte, wenn wir das Ganze so ein bisschen entsättigen. Aber ich bin mal gespannt. Ich packe jetzt einfach mal 5 Minuten auf die Uhr und würde sagen, los geht's. So, das Erste, was ich hier machen würde, glaube ich, ist insgesamt relativ viel Kontrast reingeben. Ja, so plus 50 ungefähr. Dann werde ich mal die Weißwerte relativ stark nach unten packen. Vielleicht auch die Lichter noch so ein bisschen nach unten. Ein kleines bisschen die Tiefen aufhellen, aber dafür die Schwarzwerte ruhig noch ein bisschen weiter nach unten. Ja, also schön Kontrast reinbringen. Dadurch wird das Bild natürlich auch sehr stark gesättigt. Also von daher die Sättigung, die können wir hier auch noch ein bisschen rausnehmen. Minus 15 bis minus 20 ungefähr. Und dann können wir hier auch insgesamt noch Dunst entfernen. Ja, das kann hier ruhig noch ein bisschen mehr rein. Wir können Klarheit hier noch ein bisschen reinhauen. Obwohl es jetzt eine Frau ist, die hier porträtiert wird, würde ich jetzt hier mal Klarheit ein bisschen mit reinbringen und auch ein bisschen Struktur noch. Einfach, ich glaube, das Ganze hat dadurch ein bisschen cooleren Effekt einfach noch. Dann gehen wir als nächstes mal direkt, vielleicht mache ich das ganze Bild noch ein kleines bisschen heller. Also plus 0,4 ungefähr. Ja, das sieht gut aus. Die Lichter vielleicht ein kleines bisschen noch abdunkeln, damit wir hier in der Stirn gerade nicht ausgebrannte Stellen drin haben. Und dann gehe ich als nächstes mal direkt in die HSL-Tabelle, beziehungsweise vielleicht am Anfang noch in die Kalibrierung rein. Und hier werde ich mal an dem Farbton Rot noch so ein bisschen arbeiten, weil das ist der Farbton, der hier auch so die Haut so ein bisschen beeinflusst. Deswegen, ich glaube, den ziehe ich mal so ein bisschen weiter hier Richtung rechts, also ein bisschen Richtung Orange hier noch. Das ist jetzt ein bisschen zu gelb, aber das können wir jetzt hier in der HSL-Tabelle, glaube ich, noch wieder so ein bisschen zurückholen. So, ich werde als erstes mal hier die Sättigung rausnehmen. Also gerade von den grünen Werten, von den Aquamarinwerten, von den Blauwerten ziehe ich das mal komplett runter. Die Gelbwerte so ein bisschen. Rot kann vielleicht sogar ein bisschen nach oben, Orange kann auch so ein bisschen nach oben in der Sättigung. Ja, Lila und Magenta. Manchmal hat man noch so ein ganz bisschen was in der Haut hier so drin von Lila und Magenta werden. Deswegen würde ich die jetzt von der Sättigung nicht ganz so weit runterziehen. Packen wir mal so ungefähr so hin. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann schauen wir mal weiter. Den Farbton hier von dem Rot noch ein bisschen weiter Richtung Orange, das ist gut. Gelb kann noch ein bisschen weiter Richtung Orange gezogen werden. Ich glaube, viel mehr müssen wir hier gar nicht machen. Und dann gehe ich als nächstes mal, um das Ganze noch so ein bisschen in der Farbigkeit zu bearbeiten, in die Teiltonung rein. Und ich glaube, ich werde jetzt hier mal die Schatten so ein bisschen einfärben noch. Die werde ich so ein bisschen bläulicher machen. Ja, darf man nicht zu viel machen, aber so ein kleines bisschen, so 6 bis 7% ungefähr. Und bei den Lichtern mache ich das auch. Bei den Lichtern werde ich das auch mal machen. Auch hier Sättigung. Ein bisschen reinrennen. Ja, es sieht einfach ein bisschen cooler aus, so muss ich sagen. Ne? Also es ist, man muss halt aufpassen, dass hier die Hauttöne, ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit den Hauttönen. Vielleicht nehmen wir hier die Sättigung wieder so ein bisschen raus. So plus 6 ungefähr, plus 5. Und dann schauen wir mal weiter. Also gehen wir mal in die Gradationskurve als nächstes rein. Ich glaube, insgesamt will ich das hier noch so ein bisschen dunkler haben. Machen wir hier die Gradationskurve, ziehen wir mal beide Punkte hier so ein bisschen weiter ins Negative. Machen es damit ein bisschen dunkler. Mit der HSL-Tabelle bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht nehmen wir hier so ein bisschen Luminanz noch raus aus den Orangewerten. Und gehen auch nochmal in die Teiltonung rein. Das
wir jetzt hier die Sättigung nochmal ein bisschen rausnehmen. Ah, gefällt mir besser. Vielleicht gehe ich auch in die Kalibrierung nochmal rein. Ja, wenn wir hier den Farbton nicht ganz so sehr verschieben, dann sieht die Haut einfach besser aus. Das gefällt mir so schon ganz gut. Eine kleine Vignette können wir hier noch mit reingeben. Ah, nicht zu doll, aber so ein bisschen. So minus 20 ungefähr. Natürlich noch Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberration. Okay, jetzt wird das ganze Bild auch nochmal ein bisschen heller. Das passt aber immer noch. Ich würde insgesamt auch den Zuschnitt noch ein bisschen hier anders machen. Also so ein Instagram-Format vielleicht. Die Hand sollte mit drin sein, die sollte man nicht anschneiden. Ein bisschen drehen müssen wir das Ganze. Ah, so ungefähr. Aber hier oben über den Kopf ist eindeutig zu viel Platz. Also das brauchen wir gar nicht. So sieht das Ganze deutlich besser aus. Okay, das haben wir auch soweit. Dann werde ich das Bild noch schärfen. Ah, so ein bisschen Maskierung mit reinbringen. Wenn ich die Options- oder Alt-Taste dabei drücke, kann ich auch gucken, wo ich das Ganze maskiere. Sieht auch gut aus. Und dann werde ich mal noch so ein kleines bisschen hier so ein Radialfilter auf das Gesicht legen. Und das Gesicht einfach hier an der Stelle nochmal, werde ich jetzt erstmal hier alles wieder löschen mit gedrückter Alt-Taste und dann einfach noch so ein kleines bisschen Belichtung mit reinbringen hier in das Gesicht. Dass wir das Gesicht einfach noch so ein bisschen mehr betonen. Und hier unten die Hand, hier hat man noch so einen leichten Rotstich drin, gerade auf den Knochen hier. Das ist vielleicht dann eher was man in Photoshop noch ein bisschen beseitigen kann, aber das stört mich tatsächlich hier noch so ein bisschen. Vielleicht kann man so ein bisschen in der HSL-Tabelle, wenn man jetzt hier die Sättigung von dem Rot nochmal ein bisschen zurücknimmt. Aber das waren jetzt auch die 5 Minuten. Viel mehr darf ich jetzt hier gar nicht machen. Aber wir schauen uns mal ganz kurz das Vorher nachher an. Also so sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Natürlich der Bildschnitt stimmt noch nicht ganz. Es ist so leicht grünstichig hier irgendwie. Also vielleicht kann man jetzt hier in der Tonung auch nochmal so ein bisschen was machen. Dass man da den Grünstich noch so ein bisschen rausbekommt. Vielleicht hier mal die Tonung also auf plus 6 stellen. Ja, dann hat man hier nicht mehr diesen Grünstich in der Haut drin. Das gefällt mir nochmal deutlich besser. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier mal so der 5-Minuten-Edit, den ich jetzt hier mal so rausgehauen habe. Bin mal gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde jetzt vielleicht sogar noch, um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu finalisieren, würde ich jetzt vielleicht hier noch so einen kleinen Verlaufsfilter mit reinbringen und hier oben das Ganze einfach nochmal so ein bisschen abdunkeln. Ja. Einfach, dass wir da oben nicht so helle Bildbereiche drin haben und genauso könnte man das jetzt hier auch nochmal machen. Hier könnte man das Ganze auch nochmal zusätzlich so ein bisschen einfach abdunkeln, weil natürlich das Hauptaugenmerk hier die Person sein soll und nicht so sehr der Hintergrund. Ja, schauen wir uns nochmal an, vorher, nachher. Das, denke ich mal, sieht doch schon soweit ganz cool aus und wir haben so einen kleinen Look draufgegeben, den man dann auf jeden Fall gut zum Beispiel für Instagram verwenden kann. Okay, das war das erste Bild. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Leo für die Zusendung dieser RAW-Datei. Ich hoffe, es gefällt dir. So, dann gehen wir weiter hier. Das ist ein Bild, das hat mir der Jürgen zugeschickt. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Schöne Aufnahme hier vom Wald. Mir gefällt besonders, dass wir jetzt hier diese Sonnenstrahlen haben, die durch die Bäume hier durchkommen. Vielleicht kann man die noch so ein bisschen betonen. Ich glaube auch insgesamt einfach, dass wir hier so ein bisschen an der Farbigkeit noch was machen. Ansonsten gefällt mir das Bild so schon echt gut. Ich packe jetzt einfach mal wieder 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Ich glaube, als erstes mache ich hier ein bisschen was am Bildschnitt. Da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, ob ich wirklich so viel hier auf der rechten Seite drin haben möchte oder ob wir das Ganze vielleicht eher, ja, vielleicht sogar in so ein 1:1-Format packen und dann den Weg ruhig hier auch nicht ganz mittig verlaufen lassen, sondern der soll dann als führende Linie hier so ein bisschen in den Bildmittelpunkt reinlaufen. Das gefällt mir gut. Vielleicht nehme ich sogar oben noch ein Stück was weg. Dass wir jetzt hier den Weg quasi so auf der 1/3-Linie haben. Ja, das gefällt mir, glaube ich, deutlich besser so. Vielleicht sogar noch ein kleines Stück weiter. So, okay. Ich denke mal, so passt das schon ganz gut. So, dann auch hier wieder kann man ordentlich Kontrast reingeben, wie ich finde. Die Lichter ja, so ein kleines bisschen abdunkeln. Und ich denke mal auch, dass wir die Tiefen hier so ein bisschen noch abdunkeln können. Ein bisschen ja, die Schwarzwerte hier auch noch ins Negative ziehen. Minus 30 ungefähr. Das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Und jetzt gehe ich in die Gradationskurve rein. Ich glaube, wir können hier so einen kleinen Faded-Look reingeben. Das heißt, die ganz krassen Schwarzwerte, die ziehe ich so ein bisschen hoch. Dafür die Schatten wieder so ein bisschen runter. Und hier dann die ja, hellen Bildbereiche, die mache ich wieder ein bisschen heller. Die Weißwerte wieder ein bisschen dunkler, dass wir hier so eine kleine S-Kurve drin haben. Muss man aufpassen, dass man es nicht zu doll macht. Vielleicht die Schwarzwerte hier noch so ein bisschen mehr anheben. Ja, das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Und dann gehe ich hier aus dem RGB-Kanal raus, mal direkt in den Blau-Kanal rein, denn ich möchte hier die Blauwerte in den
dunkelsten Bildbereich noch so ein bisschen anheben. Das konnte ich dann aber wieder so ein bisschen. Und gerade hier die hellen Bildbereiche, da möchte ich eigentlich eher so ein bisschen, ja, die Komplementärfarbe drin haben, nämlich so ein bisschen orange-gelb. Und das kann ich erreichen, indem ich jetzt hier in den hellen Bildbereichen diese Blaufarbe einfach so ein bisschen rausziehe. Ja, und dann bekomme ich da in diesen hellen Bildbereichen dann eher so einen wärmeren Farbton hin. Genauso gut können wir das auch nochmal in den Rottönen machen. Auch die Rottöne kann ich hier noch so ein bisschen, na, die ziehe ich mal hier nicht ganz so weit hoch, aber so ein bisschen Grün können wir hier noch mit reingeben und vielleicht auch dann hier wieder so ein bisschen Rot in den hellen Bildbereichen. Und ganz oben ziehe ich das Ganze wieder so ein bisschen raus. Perfekt. So gefällt mir das echt schon gut. Schauen wir mal, so kam das Bild aus der Kamera. Hier sind wir jetzt gerade. Ja, das gefällt mir gut. Ein bisschen ausgebrannt sieht das Ganze noch aus hier an manchen Stellen. Deswegen nehme ich jetzt hier mal die Lichter ein Stück weit noch mit runter. Vielleicht sogar die Weißwerte hier noch so ein Stück weit runter. Obwohl mir dann natürlich der Kontrast so ein bisschen flöten geht. Also da darf man nicht zu viel machen. Ich werde insgesamt hier vielleicht noch so ein kleines bisschen Klarheit mit reingeben, dass wir hier die Mikrokontraste noch so ein bisschen auffrischen. Ein bisschen Struktur. Ja. Und so mag ich das Ganze echt schon sehr doll. Jetzt gehen wir mal in die HSL-Tabelle hier rein, weil ich glaube, auch hier können wir noch ein bisschen was machen. Die Rottöne verschiebe ich mal noch so ein bisschen weiter ins Orange. Die Gelbtöne auch so ein bisschen weiter ins Orange. Die Grüntöne so ein bisschen weiter Richtung Grün. Ja, nicht zu viel. Soll nicht zu herbstlich aussehen. Wobei ich glaube, dass es hier tatsächlich Herbst ist. Also hier liegt sehr, sehr viel Laub unten auf dem Boden. Hier der eine Baum, der ist auch schon sehr orange gefärbt. Also es könnte schon so eine Herbststimmung eigentlich sein. Deswegen kann man es vielleicht ruhig noch so ein bisschen verstärken. Nur halt nicht zu doll. So, und dann gehen wir mal hier weiter runter. Jetzt werden wir hier mal das ganze Bild noch so ein bisschen abdunkeln, jeweils in den einzelnen Farbkanälen nochmal. Das Grün, das kann wirklich relativ stark, denke ich mal, abgedunkelt werden. Genauso das Aquamarin, das Blau. Da haben wir ja kaum welche drin von den Farbwerten. Aber so insgesamt, glaube ich, kann das ganze Bild noch ein bisschen abgedunkelt werden. Das gefällt mir so relativ gut. Vielleicht ein bisschen Sättigung noch raus. Ah, nicht zu viel, aber so ein kleines bisschen. So. Ja. Gefällt mir immer besser, das Bild. Jetzt gehen wir mal noch weiter runter in die Teiltonung. Auch hier möchte ich in den Schatten noch mal so ein bisschen so einen bläulichen Touch reinbekommen. So ein kleines bisschen einfach. Das gefällt mir gut. Dann müssen wir das Bild natürlich wieder schärfen. Mit gedrückter Alt-Taste maskiere ich das Ganze wieder. Das kann ich diesmal sogar relativ stark maskieren. So, gefällt mir gut. Objektivkorrektur, natürlich die Profilkorrektur, die chromatischen Aberrationen noch entfernen. Auch hier wieder so eine kleine Vignette mit reinbringen noch, dass wir das Ganze ein bisschen abdunkeln, damit wir einfach hier findet das Ganze ja eigentlich statt. Ne? Also hier soll der Betrachter ja dann auch hingucken und da haben wir eine schöne führende Linie hin. Wir haben das Ganze jetzt außenrum ein bisschen abgedunkelt und so wird der Blick des Betrachters auch wirklich dann in den Bildmittelpunkt gelenkt. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen das Ganze hier verstärken. Das heißt, wir ziehen jetzt hier einfach mal mit gedrückter Shift-Taste, werde ich jetzt hier diese Light Beams nochmal so ein bisschen verstärken einfach. Ja, das gefällt mir auch richtig gut. Das kann man einmal hier mit der Belichtung machen. Das will ich natürlich nicht zu doll machen. Und natürlich kann man dann auch hier den Dunst entfernen noch so ein bisschen rausnehmen. Und damit haben wir jetzt hier auch nochmal was richtig Schönes geschaffen. So, jetzt sind die 5 Minuten wieder um. Kleinigkeit, die ich jetzt vielleicht noch machen würde, wäre jetzt hier auch nochmal einen Pinsel zu nehmen und dann hier nochmal ein bisschen mit Struktur und Klarheit im Vordergrund vielleicht zu arbeiten. Die Belichtung können wir dafür rausnehmen. Aber hier kann man einfach auch nochmal so ein bisschen Struktur und Klarheit mit reinbringen. Und so, finde ich, sieht das Bild schon richtig gut aus. Machen wir nochmal kurz einen Vorher-Nachher-Effekt. So sah das Bild vorher aus, so sieht es danach aus. Ja, ist wieder ein ziemlich krasser Bildlook, wie ich finde. Ich persönlich finde ihn aber echt ganz schön. Und ihr könnt natürlich einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr es vielleicht komplett anders gemacht hättet, ob ihr den Bildlook schön findet, wie auch immer. Also da bin ich auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch wieder bei Jürgen bedanken dafür, dass er dieses Bild hier mitgeschickt hat und ich das Ganze bearbeiten konnte. Wenn ihr selber Bock drauf habt, dass mal eure Bilder bearbeitet werden hier in einer dieser Episoden, dann schickt mir einfach über WeTransfer an meine E-Mail-Adresse eure RAW-Datei. Ganz wichtig, es müssen RAW-Dateien sein, keine JPEG-Dateien bitte, sonst können wir natürlich hier bei weitem nicht so viel bearbeiten wie mit einer RAW-Datei. Ja, also, vielen, vielen Dank an die beiden Teilnehmer hier an dieser Stelle.
Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du selber Bock drauf hast, mitzumachen, dann schick mir einfach über WeTransfer an meine E-Mail-Adresse deine RAW-Dateien. Würde mich sehr freuen. Steht alles unten auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ich möchte natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass man in meinem Online-Shop Videokurse zu Lightroom bekommt. Es gibt 2 Videokurse insgesamt. Die kannst du dir auch im Moment für 15% Rabatt sichern, geschuldet dessen, dass wir ja im Moment diese Krise haben und viele Leute von euch zu Hause sitzen und wahrscheinlich mehr Zeit haben, als ihnen vielleicht lieb ist. Und da ist es doch vielleicht ganz cool, wenn man sich diese Zeit mit ein bisschen Fortbildung vertreiben kann. Deswegen 15% Rabatt. Den Code dazu findest du hier auch nochmal unter dem Video. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch noch freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Dort kannst du meine aktuellen Fotos immer verfolgen. So, das war genug Werbung. Jetzt hoffe ich, dass wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen und ich wünsche dir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.